Hi, in der heutigen Basslektion möchte ich euch mal zeigen, wie ihr eine Basslinie über einen 6/8-Takt aufbauen könnt. Wenn ihr jetzt beispielsweise im Blues unterwegs seid, dann trefft ihr häufig auch auf dem 6/8-Takt, beispielsweise wenn ihr so einen langsamen Blues habt. Und da ist dann immer die Frage, wie kann ich dann eine Basslinie darüber spielen? Weil, ganz ehrlich, man ist so als Bassist, nicht nur als Bassist, auch als Gitarrist oder anderer Musiker, ist häufig die Gefahr, dass man sich so ein bisschen seine Lieblingstaktarten, wie meinetwegen 4/4, raussucht und da wirklich dann gute Basslinien spielen kann. Wenn es dann aber zu solchen Sachen wie 6/8, 12/8 oder anderen Taktarten kommt, dann kann man schon mal ziemlich schnell ziemlich aufgeschmissen sein, wenn man es nicht geübt hat. Deswegen möchte ich euch heute mal eine Basslinie zeigen, die man über einen 6/8-Takt spielen kann. Und zwar ist das von der Akkordfolge haben wir insgesamt 4 Takte. Und zwar spielen wir 2 Takte Gm7 und dann spielen wir 2 Takte Cm7. Und da versuchen wir dann eine Basslinie im 6/8-Takt drüber zu spielen, die sich dann im Laufe der Zeit, also ich habe euch 3 Beispiele gegeben, eine, wo ihr wenig spielt und dann zum Ende hin, wo ihr ein bisschen mehr spielt. Kurz nochmal zur Erinnerung, beim 6/8-Takt zählt ihr pro Takt immer bis 6, also ihr zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das, was ihr zählt, sind die 8. Noten. Betonung habt ihr auf der 1 und der 4, das heißt, ihr zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und so weiter. Nicht zu wechseln, beispielsweise gut 3 Viertel ist jetzt nochmal ein bisschen was anderes, weil ihr da die 4. Noten als Taktmaß habt, aber die Betonungen sind halt anders, weil im 3/4-Takt habt ihr 1, 2, 3, 1, 2, 3, im 6/8-Takt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da ist halt die 4 nicht so stark betont wie die 1 und so grenzt sich das Ganze ein bisschen vom 3/4-Takt ab. Kommen wir mal zur Basslinie. Im ersten Teil der Basslinie spiele ich auf der 1 und der 4 nur die Grundtöne vom jeweiligen Akkord. In der zweiten Basslinie spiele ich im ersten Takt den Grundton auf der 1 und auf der 4 spiele ich dann die Oktave. Im nächsten Takt spiele ich dann wieder auf der 1 den Grundton und dann spiele ich auf der 4, 5, 6 spiele ich nochmal den Grundton, die kleine Terz und die Quinte von dem Akkord, um einfach dann die Akkordtöne nochmal auszuspielen. Dann im dritten Takt spiele ich auch wieder auf der 1 und der 4 den Grundton bzw. die Oktave. Und dann im vierten Takt spiele ich auf der 1 den Grundton, auf der 4 auch nochmal und auf der 5 bzw. der 6 spiele ich eine doppelte chromatische Annäherung an den nächsten Grundton, was dann der Ton G wäre. Im letzten Teil spiele ich auf der 1 wieder den Grundton, auf der 4 spiele ich diesmal nichts, aber dafür spiele ich auf der 5 die kleine Terz von dem Akkord und auf der 6 die kleine Septime von dem Akkord. Dann hört ihr auch, dass es ein Moll-Akkord ist mit einer kleinen Septime. Im zweiten Takt spiele ich dann auf der 1, auf der 3 und der 4 spiele ich den Grundton und auf der 5 und der 6 spiele ich eine doppelte chromatische Annäherung an den nächsten Grundton, was dann das C ist. In Takt 3 spiele ich dann auf der 1 den Grundton, auf der 4 spiele ich die Quinte, die reine Quinte, auf der 5 spiele ich die kleine Terz und auf der 6 spiele ich dann die kleine Septime von dem Akkord. Also auch wieder nur Akkordtöne. Im vierten Takt spiele ich dann auch auf der 1 den Grundton, auf der 4 spiele ich dann die kleine Terz, auf der 5 nochmal den Grundton und auf der 6 spiele ich dann nochmal die kleine Septime von dem Akkord. So könnte zum Beispiel eine Basslinie aussehen, die man über einen 6/8-Takt spielt. Und wichtig ist erstmal, neben den ganzen
Melodien, also diesen ganzen Intervallen, die ich über die Akkorde spiele, also die Akkordtöne und die Annäherung, einfach zu sehen, was rhythmisch passiert. Und zwar habe ich ja erstmal nur auf der 1 und der 4 gespielt, also auf den betonten Zählzeiten. Und das habe ich dann Stück für Stück ausgebaut, dass ich dann beispielsweise auf der 5 und der 6 gespielt habe, um zum nächsten Akkord überzuleiten. Und so könnt ihr auch tatsächlich ganz gut eine Basslinie über so einen 6/8-Takt aufbauen. Heißt nicht, dass es die einzige Möglichkeit ist, aber das ist sowas, wenn ihr jetzt so mal einen Slow Blues hört, der jetzt im 6/8-Takt stattfindet, dann sind das so Sachen, die ihr tatsächlich häufig hört. Als Beispiel würde ich euch mal empfehlen, von Stevie Ray Vaughan den Song Tin Pan Alley zu hören, weil das ist nämlich genau sowas, was ihr da hört. Zum Üben natürlich übt das erstmal so, wie ich es euch gegeben habe, und dann könnt ihr natürlich auch probieren, dass ihr eure eigenen Basslinien über diese zwei Akkorde spielt, und vielleicht kommt ihr ja noch auf ganz andere Ideen, als ich sie euch dann gezeigt habe. Alles klar, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Mein Name ist Markus Ohlen und seid auf dem Kanal der Gitarrenlass Online Schule.